Man glaubt es kaum, aber auch Juden haben sich mit der Person Martin Luthers immer schon auseinandergesetzt. Gerade auch zu den letzten beiden Jubiläen gab es sehr differenzierte Aussagen zu Martin Luther als Nationalheld, aber auch als jemand, der den Antisemitismus gespeist hat. Insofern freue ich mich, dass ich dieses Jubiläum, die 500 Jahre, mitfeiern darf. Es ist vor dem Hintergrund der Synode, die die Judenmission aufgegeben hat, auch ein Zeichen der Versöhnung. Der 30. Juni 2017 war für mich ein Hoffnungstag wie von der Reformation berührt. Das war dieser Tag, als der Deutsche Bundestag die Ehe für alle beschlossen hat. Das ist, glaube ich, auch das, was die Reformation uns lehrt, bestimmte Dinge eben zu formulieren und darauf zuzugehen. Geschenkt wird es einem nicht, aber möglich sind diese Veränderungen. Ich finde, dass Volker Beck ein Reformator war, weil er buchstäblich in letzter Sekunde als Abgeordneter etwas umgesetzt hat, was er sich vor 29 Jahren vorgenommen hat. Damals hat jeder gesagt, der spinnt total und das kommt nie. Und er hat ein Ziel, nämlich die Ehe für alle, konsequent umgesetzt. Ich finde, da kann man sich viel abschauen von dem, was es braucht, um ein Reformator zu sein. Da gehört auch eine gewisse Terrier-Mentalität dazu, ein Festhalten an klaren Zielen. Insofern ist er für mich ein Vorbild. Ich bin schon froh, dass es in Europa gelungen ist, die Kirchen und die Religionsgemeinschaften zusammenzuführen. Der traurige Ansatz ist natürlich der Hintergrund der Shoah. Ich bin mir nicht so sicher, ob wir Interesse aneinander gefunden hätten, wenn es diesen schockierenden Einschnitt nicht gegeben hätte. Vor diesem Hintergrund sind wir heute ein gutes Stück weiter. Ob sich das in anderen Kontinenten ähnlich darstellt, wage ich zu bezweifeln. Aber relativ gesehen, glaube ich, sind wir auf dem richtigen Weg. Die in Wittenberg ist ein besonderer Anstoß, weil es ja auch die Wiege der Reformation ist. Trotzdem bin ich eigentlich der Ansicht, dass man solche Zeugnisse der Geschichte nicht zensieren sollte, dass man sie nicht wegnehmen sollte, sondern sie müssen in einen neuen Interpretationsrahmen gesetzt werden. Und das ist ja geschehen durch die Zeder, durch das Mahnmal, das unter der Darstellung errichtet wurde. Ich bin damit eigentlich zufrieden.